Prego, onorevole Harms, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Schattenberichterstatter, Frau Kommissarin, ich möchte auch für den Fall, dass das in Litauen interessant ist, was wir hier diskutieren, und davon gehe ich aus, die litauischen Bürgerinnen und Bürger begrüßen, insbesondere die Bürgerinnen des Ortes Vyžeginas. In meinen Besuchen in Litauen, in Vyžeginas und am Atomkraftwerk Ignalina, die ich in den letzten 15 Jahren immer wieder gemacht habe, ist mir klar geworden, was das für eine schwierige Entscheidung gewesen ist, der Stilllegungsempfehlung der Europäischen Union in den Beitrittsverhandlungen von Litauen mit der Europäischen Union zuzustimmen. Ich möchte aber auch sagen, dass ich bis heute diese Entscheidung ausgesprochen richtig und vernünftig finde. Denn die Sicherheitsmängel, die diesen sowjetischen RBMK-Reaktoren, den graphitmoderierten Reaktoren, innewohnen, die waren anders als durch Stilllegung nicht gut in den Griff zu bekommen. So richtig diese Stilllegungsentscheidung für mich gewesen ist, so richtig war es aber auch, dass die vorzeitige Stilllegung, die durch den Druck aus Brüssel in Gang gesetzt worden ist, dass diese Entscheidung verbunden worden ist mit der Verpflichtung der Europäischen Union, die Lasten des Rückbaus nicht auf Litauen, auf das kleine Land Litauen abzuwälzen, dass diese größten RBMK-Reaktoren, die je gebaut worden sind, auf Druck aus Moskau, auf seinem damals, so sagen die Litauer, besetzten Territorium errichtet hat. Heute reden wir über die Zuverlässigkeit des Versprechens der Europäischen Union, diese Lasten des Rückbaus mitzutragen. Und ich bin sehr froh, dass die Mehrheit des Europäischen Parlaments meinem Vorschlag zugestimmt hat, die ursprünglich vorgeschlagene Summe für den nächsten MFF, den nächsten 7-Jahres-Haushaltsplan der Europäischen Union, nicht auf dem Niveau zu belassen, wie vorgeschlagen, sondern auf 780 Millionen heraufzusetzen. Es soll durch diese Finanzierung sichergestellt werden, dass 2026 bzw. 2027 der Rückbau von Block 1 bzw. Block 2 der beiden Reaktoren begonnen werden kann. Wichtig an unserer heutigen Entscheidung, über die wir morgen dann abstimmen werden, ist auch, dass das Verhältnis zwischen Eigenbeteiligung Litauens und der Beteiligung der Europäischen Union, dass das auf dem Niveau verankert werden soll, auf dem es heute ist. Das Management des Rückbaus ist in Ignalina meines Erachtens, und ich habe die Anlage regelmäßig besucht, meines Erachtens in sehr guten Händen. Die Voraussetzungen für einen verantwortlichen Umgang mit den Risiken dieses Rückbaus, aber auch für einen verantwortlichen und transparenten Umgang mit den Finanzen, sind meiner Meinung nach wirklich gewährleistet. Litauen hat sich inzwischen in einer Volksentscheidung komplett zum Ausstieg aus der Atomenergie bekannt. Auch das sollte uns klar sein. Und ich glaube, dass man das nicht nur anerkennen muss, sondern ich glaube, dass man die Entscheidungen, die wir heute zu Ignalina und zum Rückbau treffen, verbinden muss mit einem konsequenten Engagement gegen den Neubau des Atomkraftwerkes Ostrowets auf dem Territorium Weißrusslands. Fast in Sichtweite von Vilnius wird dort meiner Meinung nach ein hochriskanter Bau eines Atomkraftwerkes verfolgt. Es ist fast fertig. Der europäische Stresstest, der für Ostrowets durchgeführt worden ist, hat Risiken gezeigt, von denen wir nicht wissen, wie sie denn eigentlich in den Griff bekommen werden sollen. Nachrüstungen sind zum Beispiel bei einer Anlage, über die es heißt, dass sie den Erdbebenrisiken in der Region nicht, gegenüber nicht ausgelegt ist. Nachrüstungen sind kaum vorstellbar.
also im Zusammenhang mit der Entscheidung zur Zuverlässigkeit bei der Finanzierung des Rückbaus, plädiere ich auch für eine Zuverlässigkeit gegenüber der Verteidigung der Sicherheitsinteressen gegen atomare Risiken Litauens gegenüber Weißrussland. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Grazie.